Ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen. Komm doch später mit. Auf ein Glas Wein irgendwo. Wie wäre es, wenn du später irgendwann bei mir vorbeischaust? Was haben diese Sätze alle gemeinsam? Jeder ist auf seine eigene Art für eine Frau eine Einladung zu einem Date. Nur ein Date. Ein Date. Das war's. Und wenn du das tust, was ich dir in diesem Video verrate, dann erhöhst du die Dates, die du in der Woche hast, um genau ein Date pro Woche. Und zwar mit den Frauen, die es auch wirklich wert sind. Ich bin Andy Friday und wenn du Frauen flachlegen, einfach so in dein Bett kriegen und dahin manipulieren willst, dann bist du hier falsch. Dieser Kanal ist dann für dich, wenn dir etwas an einer tiefen Verbindung mit Frauen liegt. Ich habe in den letzten Wochen mit so vielen Männern gesprochen, die zu viel Angst haben, eine Frau auf ein Date einzuladen, weil sie befürchten, dass sie noch nicht genug Anzeichen von der Frau gesehen haben. Wie beim Stefan neulich im Coaching, wo er sich mit einer Frau über eine halbe Stunde unterhalten hat und er sich einfach nicht getraut hat, mit ihr Nummern auszutauschen. Rate mal, was passiert ist, nachdem wir darüber gesprochen haben. Diese Woche hatte er ein Date. Und natürlich hat er sie geküsst. Ich weiß, wie es ist, diese Gedanken zu haben. Was ist, wenn sie mich doch nicht mag? Was ist, wenn ich später doch kein Interesse an ihr habe? Das ist okay. Der ganze Punkt des Verliebens, des Kennenlernens und einfach nur eines lockeren Dates ist, dass wir nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Eine Frau kennenzulernen, sie zu verführen, sie zu küssen und mit ihr zu schlafen, ist der Prozess, bei dem du herausfinden kannst, ob du mit ihr überhaupt zusammen sein möchtest. Sich näher zu kommen, ist die Kunst, eine tiefe Verbindung zu erschaffen, wo keine war. Und dabei kannst du oder sie jederzeit aufhören. Aber wenn keiner sagt, lass uns aufhören, warum hörst du dann auf? Es ist der Selbstwert, stimmt's? Du bist es wert, verdammt. Sie ist es wert. Sie macht sich doch dieselben Gedanken. Frauen haben auch Ängste. Warum geht ihr den Weg nicht gemeinsam? Lerne sie kennen und finde ihre Geheimnisse heraus. Der Kuss ist nichts Besonderes. Sex ist nichts Besonderes. Sex ist ein Mechanismus, ein wenig Dampf abzulassen, Intimität zu genießen. Oder er ist dafür da, herauszufinden, ob du dir mehr mit dieser Person vorstellen kannst. Vorher will sich keiner festlegen. Mach es dir selber und ihr ein wenig einfacher und geh das Ganze Schritt für Schritt. Eine Frau auf ein Date einzuladen ist nur eine Einladung. Nicht mehr als das. Wenn du 20 Leute zu deinem 30. Geburtstag einlädst und es kommen nur 5, dann werden das die Menschen sein, mit denen du am meisten Spaß hast. Beim gesamten Prozess, die Welt von Frauen zu erkunden, geht es darum, erstens Spaß zu haben, Sex zu haben, Intimität, Neugier und all die schönen Dinge. Zweitens, uns besser kennenzulernen, was wir wollen, welche Werte wir verteidigen und wofür es sich lohnt, einzustehen. Du brauchst davor nicht den Selbstwert oder alle Antworten schon zu wissen. Es könnte Jahre brauchen, bis du auf eine Antwort kommst, die dich weiterbringt. Es könnte Jahre brauchen, bis du zu einem Punkt kommst, an dem du dich wirklich, wirklich wertig genug fühlst, auf jeden Menschen auf der Welt zuzugehen. Aber das ist unnötig. Du musst nicht die ganze Welt erobern, um das Herz einer Frau zu erobern. Lass uns doch einfach den Prozess genießen. Gemeinsam mit Frauen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das du noch haben könntest, ist nur ein Überbleibsel einer anderen alten Generation. Und diese Generation hatte andere Hindernisse. Sie kam leider nie zu den Vorzügen, wie es ist, eine Vielzahl wunderschöner und intelligenter Frauen zu daten, mit ihnen unvergessliche Abende und Nächte zu erleben und wirklich bemerkenswerte Kapitel mit ihnen zu schreiben. Es ist okay, die Frau auf ein Date einzuladen, die du noch kaum kennst. Es ist okay, sie einzuladen. Auch wenn du noch nicht genügend Anzeichen oder Signale von ihr wahrgenommen hast. Es ist nur eine Einladung. Es ist okay, sie zu küssen. Und wenn es am Ende des Abends, nachdem ihr euch im Schlafzimmer ausgetobt habt, nicht für dich oder für sie passt, dann ist es okay. Es ist okay, dich bei ihr dann für die schöne Zeit zu bedanken. Du entscheidest und du bist nicht verantwortlich für ihre Gefühle oder ihre Erwartungen, von denen du, ehrlich gesagt, eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Gerade diese Einstellung, diese Freiheit, gepaart mit einem echten Interesse für ihr Innerstes, das ist es, was sie will. Das ist, was dich attraktiv macht. Wenn du dir selber diese Freiheit nicht geben kannst, was hast du dann noch? Diese Freiheit ist das, was uns als Mann definiert. Es ist die jahrtausendealte Geschichte, von denen sich Frauen schon immer angezogen gefühlt haben. Du meinst es doch gut, du bist doch an Win-Win interessiert. Warum solltest du dir ständig Gedanken machen, was andere über dich noch denken? Sie will, dass du dir diese Freiheit nimmst. Also darfst du dich auch trauen. Es ist eigentlich nicht so gruselig, wenn du sie einfach einlädst, mit dir einen Abend zu verbringen. Du brauchst ihr gar nicht zu sagen, wieso du ihre Nummer haben möchtest. Sag ihr einfach,
Lass uns mal Nummern austauschen. Wir können ja einfach mal schreiben und vielleicht unternehmen wir mal was. Nimm ruhig genau die Worte, wie ich sie dir gerade gegeben habe. Trau dich. Und du wirst schon bald merken, dass durch dieses ganze Chaos und die ganze Unsicherheit irgendwann Ordnung erscheint. Mit dem tiefen Gespräch, was wir gehabt haben und tiefe Verbindungen, was wir aufgebaut haben, die eher nach und nach hochgeschaukelt, dass nachher eben so war, dass wir uns ins Schlafen gelegt haben. Genau, das muss ich nicht sagen. Und ja, und nachher den restlichen nächsten Tag einfach verbracht haben. Und was uns ihr im Endeffekt beibringt, im Endeffekt alles in uns steckt und mehr oder weniger genau der Mann werden, was wir sein wollen. Und das ist mega. Übrigens, es gibt freie Plätze im kostenlosen Erstgespräch. Klicke hier, wenn du wissen möchtest, wie du zum Mann wirst, der Frauen anzieht und ihnen die Zeit ihres Lebens schenkt. Denn nur gemeinsam schaffen wir das. Und dann hören wir uns bald.